Also ich finde, das hört sich so gut an. Ja. Und auch so deine Motivation, so ich will tauchen, ich will Fahrrad fahren, ich will nach Norditalien fahren. Das ist ja total Ja. Ich cool. Ja, eben. muss, weil sonst Ja. macht das Ganze ja keinen Spaß. Richtig. Wir sind ja nicht Ja. genau, wir sind ja hier nicht zum Ernst, kann man eher sagen. Ja, genau. Ach, Ernst haben wir schon lange hinter uns Ja, sozusagen, ne? genau. Also die anderen Jahre, wo man nichts machen konnte, Ja. die sind ja eigentlich verloren und ich kann Und halt ich auch finde es, alles machen, also außer. erstmal, Ralf, vielen, vielen Dank, dass du in meinem Podcast bist. Herzlich willkommen. Ich finde es super, super cool, dass du heute ein paar Erkenntnisse und ein paar so Insights aus deiner Historie, deiner, ich sag mal, Krankenhistorie oder mittlerweile Gesundheitshistorie teilen möchtest, auch mit anderen Betroffenen hier im Podcast. Wir kommen gleich darauf, was du hast und vor allem, dass du so mutig bist, dass du hier bist. Vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Du erzählst uns, was hast du genau und seit wann besteht deine Diagnose und wie sieht es heute aus? Also wir können es eigentlich ein bisschen vorwegnehmen. Du hast Morbus Crohn, aber du bist seit Jahren in Remission. Wie kommt's? Ja, genau. Ich habe seit 1985 Morbus Crohn. Das wurde damals diagnostiziert. Und für mich war das mehr oder weniger ein Weltuntergang. Ich konnte mich auch kaum an die Sachen halten, die damals empfohlen wurde. Nichts Gebratenes, nichts Gegrilltes und diese ganzen Sachen. Ich habe da eine ganze Therapie durchgemacht mit sehr viel Cortison und hatte 2008 oder 2009 sogar extremes Untergewicht aufgrund einer Behandlung mit Immunsuppressiva. Dort hatte ich eine Bauchspeicheldrüsenentzündung und hatte hinterher eine sehr strenge Diät, kein Alkohol, kein Fett und hatte extremes Untergewicht. Und wir beide kamen irgendwie zusammen auf das Thema Ernährung. Also du hast mich da damals auch rausgeholt aus dem extremen Untergewicht und die Ernährungsempfehlungen, die ich von dir habe, habe ich später auch weitergeführt. Also vollwertige Ernährung, viel Ballaststoffe, viel Gemüse, viel Obst und das bringt mich heute dazu, dass ich eigentlich ziemlich beschwerdefrei bin seit mehreren Jahren. Also ich war tatsächlich das letzte Mal 2019 beim Spiegeln, absolut ohne Befund. Also geheilt bin ich nicht. Man Ja. sieht die Entzündungsstelle noch, aber bin eigentlich seit 6, 7 Jahren beschwerdefrei. Das ist gigantisch. Also man hört oder man kann es leider gerade nicht hören oder manche können es auch nicht sehen, aber ich jubel gerade so dermaßen über deine Geschichte, weil das so ein sensationeller Fall ist. Das ist wirklich, ja, man würde sagen, so ein bisschen Unicorn-mäßig, ne? Weil du hast es am Anfang beschrieben, es ist für viele ein Weltuntergang, so eine Diagnose zu haben. Viele kämpfen ja, was ist selber, ne, alle paar Monate oder sogar noch häufiger mit Ja. wirklich, also wirklich lebenseinschränkenden Symptomen. Und das ist ja gigantisch. Was hast du konkret umgestellt für dich? Also sagst eine vollwertige Ernährung. Gibt es da irgendwas, worauf du ganz besonders geachtet hast? Oder Also was du für dich so kann umgesetzt hast, was für dich den bedeutendsten Unterschied gemacht hat? also der bedeutendste Unterschied war tatsächlich, dass ich morgens Müsli esse. Also nicht das klassische Müsli mit Zucker und allem möglichen Blödsinn drin, sondern tatsächlich Haferflocken mit Leinsamen und ein bisschen Kleie. Was ich noch nicht so gut kann, ist auf tierische Produkte verzichten. Also ich nehme tatsächlich dazu Milch oder Joghurt und schneide mir da immer frisch ein Stück Obst rein. Apfel, Birne, Banane oder Beeren. Also ist sehr lecker. Kann man auch über Nacht ansetzen. Dann ist es ein bisschen, meines Erachtens, ein bisschen geschmackvoller. Ja. Und ja, das ist mein Frühstück und so starte ich in den Tag. Also ist Mega. ganz prima.
Das klingt ganz, ganz toll. Siehst du, aber guck, genau, das ist ein ganz toller Punkt, den du hier auch erwähnst, weil viele natürlich immer assoziieren mit gesunder Ernährung oder darmgesunder Ernährung oder Heilung mit Ernährung auch. Ja, man muss irgendwie komplett verzichten, man muss völlig asketisch sein, ne? Aber darum geht es natürlich gar nicht, ne? Also du Richtig, siehst hier ja. auch 6, 7 Jahre beschwerdefrei, auch wenn man Milchprodukte isst, ne, ab und zu und das natürlich nicht überborden lässt, aber dass eben, ne, das einfach Bestandteil deiner Ernährung trotzdem noch ist. Das ist toll. Was isst du sonst so am Tag? Was ist so dein, sag ich mal, deine Lieblingsspeise? Was hast du so bestimmte Sachen, die du besonders gerne isst, die dir gut tun? Oh, früher war das ganz einfach, Fleisch gebraten, gedünstet oder sonstiges. Heute bin ich mehr auf Gemüse, Linsen, Bohnen, Erbsen. Also Eintopf habe ich unheimlich gerne, Brokkoli, Blumenkohl, Kohlrabi, alles was dazugehört. Fleisch ist natürlich auch dabei, da kann ich nicht drauf verzichten. Auch mal was Gebratenes oder auch mal was, wo man sagt, das ist schon eher grenzwertig, aber gegen früher natürlich eher in kleinen Dosen. Also ich esse auch Currywurst, aber dann vielleicht ein Viertel oder so, ne? Also ich verzichte tatsächlich auf nichts. Ich schaue halt, dass ich mich mit diesen mit Gemüse und Obst halt grundsätzlich ernähre und das andere eher nehme, um etwas Besonderes zu essen oder, also, ist natürlich schädlich, aber ich kehre es mal als Delikatesse raus, weil ich nicht ganz verzichten möchte und das funktioniert eigentlich sehr gut. Das klingt super, das klingt so toll. Da erinnert das an deine Aussage, erinnert mich so ein ganz bisschen so mit Thema Delikatesse an einen Artikel, den ich mal irgendwann gelesen habe in den letzten Monaten. Das war von irgendeinem Chefkoch, glaube ich. Da ging es um die Zukunft der Ernährung und der sagte, oder der Titel war, in Zukunft wird das Fleisch nur noch die Beilage zum Gemüse und zum vollen Getreide werden oder so oder zu den, ja, zu den pflanzlichen Lebensmitteln. Und so im Grunde wirklich, ne, umgekehrtes Verhältnis einfach da aufzukehren. Ja, total umgekehrt wie früher. Also früher konnte ich Fleisch ohne was dazu essen und heute ist es eher so eine Nebensache. Ja. Wenn ich Fleisch esse, wenn es geht, hauptsächlich Huhn. Also schmeckt mir mittlerweile tatsächlich auch am besten. Und geräuchert kaum noch was. Also früher war ich natürlich totaler Fan von Schinken oder sonstigen Sachen, aber darauf verzichte ich eigentlich. Bei Wurst schaue ich dann halt immer, dass es nicht verarbeitet ist, dass ich vielleicht mal ein Stück Braten habe oder sowas, aber das gibt's dann immer am Wochenende. Also wir backen am Wochenende auch selber Brötchen mittlerweile. Natürlich mit Vollkorn, mit kein Weizen-Weißmehl, sondern nur Vollkorn. Die gehen da dann natürlich auch nicht auf, aber schmecken trotzdem wunderbar. Super, super. Das klingt richtig toll. Das heißt, du hast eigentlich gar keine Schwierigkeiten, wie sich das so anhört, das Ganze auch geschmackvoll zu gestalten und bedeutet am Ende auch dran zu bleiben. Oder musst du dich zwingen? Nö, ich zwinge mich überhaupt nicht. Ich habe akute Probleme habe ich natürlich, wenn ich tatsächlich nach Ägypten fahre, da kann man nicht meistens oder oft nicht gut frühstücken. Da muss man gucken, dass mal was dabei ist. Ab und zu haben die aber auch einen Haferbrei oder sowas. Das geht dann schon. Und beim Gemüse muss man halt gucken, was eventuell gerade möglich ist. Aber so Fleisch, Soßenkram, was die manchmal machen, da freue ich mich dann schon immer, dass ich irgendwann wieder zu Hause bin und wieder normal in meine Standardernährung einsteigen kann. Super. Das klingt toll. Aber das bedeutet auch, du erzählst vom Reisen und du fährst in Hotels, ne? Das Ja. bedeutet, deine Lebensqualität hat sich bedeutend verbessert. Ja, du traust dich vor die Tür, du fährst durch die Weltgeschichte und du lebst quasi dein Leben. Oder hast du heute
irgendwelche Einschränkungen noch, wo du sagst, das möchtest du eigentlich gerne mal wieder machen oder das traust du dich noch nicht oder das, da müsstest du noch dran arbeiten? Nee, also mein Morbus Crohn schränkt mich überhaupt nicht ein. Super, das ist richtig, richtig wertvoll. Ja. Super, Ralf, du hast unfassbar tolle Erkenntnisse geteilt und wirklich ganz, ganz klasse Tipps im Grunde auch, wirklich ganz einfache Sachen Menschen mitgegeben und vor allem den Mut gemacht, niemand muss zum Asketen werden oder wirklich ja, sich wahnsinnig irgendwo einschränken, sondern es geht wirklich darum, so ein, ja, so eine andere Einstellung zur Ernährung zu gewinnen Ja. und am Ende dahin kommt man ja dann, man vermisst eigentlich gar nichts, ne? Man hat nur seine Einstellung geändert zu bestimmten Lebensmitteln und auf einmal auch entdeckt, was für eine Vielfalt gesunde Ernährung eigentlich ausmachen kann, ne? Und wie wichtig das ist in einem Heilungsprozess, ne? Ja, Ja. richtig toll, Ja, richtig ist toll. eigentlich auch eine wunderbare Sache. Mit Gemüse und Gewürzen kann man so viel tolle Sachen machen, das gibt's gar nicht, ne? Ja, richtig Ja. cool. Ach, schön. Ralf, vielen, vielen Dank, dass du heute den Mut hattest, dabei zu sein und hier im Podcast deine Tipps zu teilen und deine Geschichte zu teilen. Das war sehr, sehr wertvoll, bin ich mir sehr sicher, für ganz, ganz viele Menschen. Ja, gerne.